Ja, hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einem neuen Video hier bei Individuell unterwegs. Ich bin der Chris und wir haben heute Samstag, den 18. Februar 2017. Ich bin mal wieder auf meiner Hausstrecke unterwegs, auch zu meinem Lagerplatz, den ihr vom letzten Video schon kennt. Und werde dann heute noch zwei neue Ausrüstungsvideos machen, weil ich habe mal wieder ein bisschen was gekauft. Und möchte aber auch so ein bisschen mein Lager dort ein bisschen weiterbauen. Möchte mir dafür meinen Rucksack irgendwo was machen, wo ich den Rucksack ordentlich aufhängen kann und so weiter. Ja, und ihr könnt natürlich wieder mit dabei sein. Wettermäßig ist es heute jetzt nicht gerade sonnig, es ist aber relativ mild. Wir haben so um die 3 bis 5 Grad plus in etwa. Wir haben also massives Tauwetter, man sieht es auch im Hintergrund. Es ist da jetzt nicht mehr allzu viel vom Schnee übrig. Das Einzige, was noch ist, ist das Eis auf der Forststraße. Das ist ein bisschen unangenehm, aber okay, was soll's. Und ja, in dem Sinne werde ich heute mal das Ganze ein bisschen gemütlicher angehen, werde ein bisschen am Lager bauen. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. So, ich bin jetzt nicht ganz an dem Lagerplatz, wo ich das letzte Mal war. Ich bin noch ein Stück hochgegangen, weil mir das dann doch etwas zu nah am Weg war. Habe jetzt einen sehr schönen Platz gefunden und da werde ich meinen Rucksack abstellen, damit er nicht am nassen Boden liegt. Es fängt nämlich jetzt wieder an zu regnen, zwischendurch immer wieder. Und werde jetzt dann da hinten meine Hängematte wieder spannen und das Tarp, also zuerst das Tarp und dann die Hängematte rein, damit es knapp wird. Ja, dann werde ich da ein bisschen Lager bauen und ein bisschen Ausrüstung vorstellen. Eins davon wird die Feldflasche von Stanley sein, aus der Adventures-Serie. Ja, und ich fange jetzt einfach mal an, damit ich ins Trockene komme. Ja, das Basislager steht. Ich habe also die Hängematte da zwischen den beiden Buchen gespannt, Tarp drüber. Habe jetzt auch im Rucksack den Rucksack in der Hängematte drinnen, damit er jetzt mal im Trockenen liegt. Und ja, werde mir jetzt dann hier das alles gemütlich machen. Werde mir noch einen dicken Ast suchen mit einer Gabel, wo ich den Rucksack dann draufhängen kann. Irgendwas in der Richtung. Ich habe auch da vorne jede Menge Zunderschwamm gefunden auf einer abgestorbenen Buche. Ja, der ganze Platz ist eigentlich schon
ganz nett. Ja. Und jetzt werde ich mal ein bisschen Material suchen, um mir einen Ständer für meinen Rucksack zu machen. Ich habe auch noch meine Isomatte mit, die könnte ich unten in die Hängematte reintun. Mal schauen, wie lange ich draußen bleibe, ich weiß noch nicht. Aber ja, wichtig ist mal, Basislager steht. Da habe ich es gespannt, dass ich einen trockenen Platz habe. Alles andere hat jetzt Zeit. Ja. Ha, hallo, ist jetzt auch wieder da. Ja, ich habe jetzt vorher noch so ein paar, wieder zwei Ausrüstungsvideos gemacht und einmal mit der Feldflasche von Stanley. Das gibt es natürlich auch dann hier im Kanal und noch ein zweites mit einem kleinen Naturschleifstein, mit dem habe ich vorher meine Messer noch geschliffen, dass die wieder schön scharf sind.
Ja, und ich genieße jetzt noch ein bisschen die Ruhe da draußen. Es regnet zwar, aber ist jetzt überhaupt kein Problem. Ich habe mein Tarp schön abgespannt, relativ flach und breit über mir. Und dadurch, dass kein Wind geht, funktioniert das ganz wunderbar. Also ich brauche jetzt das nicht irgendwie dachförmig runterspannen. Habe jetzt einen wunderschönen Blick auch da nach unten ins Tal und auf den fast Urwald da rund um mich herum. Hier liegen also sehr viele alte, umgestürzte Bäume, vom Wind gebrochen oder auch vom Schnee. Ja, ist echt schön da. Und wisst ihr was? Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das ist mein Blick direkt aus der Hängematte hinunter ins Tal. Herrlich, oder? Was meint ihr? Diese Ruhe. Herrlich. Ja Leute, das Lager ist geräumt, Spuren beseitigt, kein Müll, so wie sich das gehört. Never leave a trace. Und ja, ich glaube, der Platz da, der ist richtig gut. Und ja, da komme ich noch öfter her auf jeden Fall. Ich habe auch da vorne noch etwas Platz. Kann ich mir noch mal ein Tarp aufbauen oder so, oder ein Zelt. Ich habe jede Menge Totholz da herumliegen. Ich habe auch einige Baumstämme gesehen, die man eventuell als Zünder verwenden kann. Mal schauen, was sich in der Zukunft noch so ergibt. Ja. Und jetzt marschiere ich mal wieder Richtung Heimat. Und jo, gebe ich jetzt noch ein paar Impressionen. Die Tour ist für heute so gut wie fertig. Ich habe jetzt noch ein paar hundert Meter, bis ich daheim bin. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir.
auch wenn das Video heute vielleicht eine Spur kürzer wird. Aber dafür gibt es jetzt Ausrüstungsvideos, die ihr euch anschauen könnt noch zusätzlich. Dementsprechend, ja, ist das halt jetzt so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich von euch für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Video einfach wieder. Ich wünsche euch viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.